hier ist Hochtourenausrüstung, hier ist Hochtourenausrüstung, überall Hochtourenausrüstung. Und genau darum geht's heute auch. Wir beschäftigen uns nämlich mit dem Thema, was sollte ich für Hochtourenausrüstung letztlich tatsächlich ausgeben und warum ist manche Ausrüstung so viel teurer als andere, obwohl es um genau das Gleiche geht. Genau das klären wir heute auf. Wenn ihr heuer mit Hochtouren anfangen wollt, dann steht ihr wahrscheinlich vorm Regal im Geschäft und fragt euch, ja, was brauche ich denn jetzt hier alles? Es gibt so viele unterschiedliche Dinge, die im Prinzip alle das Gleiche können. Jetzt stellt sich die Frage, warum kosten diese Dinge dann unterschiedlich viel Geld? Und in erster Linie geht es dabei um Gewicht und Packmaß. Heute schauen wir uns in erster Linie aber das Gewicht an. Und ich weiß, manche Dinge sind auch im Packmaß vorteilhaft, gerade der Gurt. Aber dazu habe ich schon mal ein ähnliches Video gemacht bezüglich Hochtourengurt und Klettergurt. Aber heute konzentrieren wir uns wirklich mal nur aufs Gewicht. Die Frage ist nämlich, wie viel Gewicht kann ich eigentlich einsparen, wenn ich wie viel Geld ausgebe? Und dann setzen wir das Ganze so ein bisschen in Relation und schauen uns an, ob sich das tatsächlich lohnt für euch. Beziehungsweise du beurteilst das dann für dich selber. Damit das Ganze schön praktisch bleibt, fangen wir jetzt einfach gleich mal beim Klettergurt an. Wir haben hier den Petzl Altitude, das ist ein Hochtourengurt, und den Black Diamond Momentum, das ist ein Klettergurt. Beide können für Hochtouren eingesetzt werden, theoretisch können beide auch fürs Sportklettern eingesetzt werden, aber es geht ja um Hochtouren. Wenn wir uns die Daten anschauen, dann wiegt der Petzl Altitude hier nur 170 Gramm. Der Black Diamond Momentum wiegt 302 Gramm. Das ist fast das Doppelte, würde man jetzt mal, wenn man so grob umrechnet. Das Doppelte. Die Sache ist, der hier kostet 85 Euro und der hier kostet nur 55 Euro. Unverbindliche Preisempfehlung. Das heißt, wir zahlen hier mehr Geld für weniger Gewicht. Und ihr werdet sehen, dieses Phänomen, mehr Geld, weniger Gewicht, das wird uns jetzt noch eine ganze Weile begleiten. Gehen wir weiter zu den Eisschrauben. Das sind eigentlich ganz kleine Teile. Ich weiß gar nicht, warum sollte man da aufs Gewicht schauen? Naja, ganz so unerheblich ist das nämlich gar nicht, denn 100 Gramm wiegt eine 17 cm Laser Speed Light von Petzl und von Petzl oder Black Diamond die ganz normalen, gewöhnlichen Eisschrauben, die wiegen 150 Gramm, bei gleicher Länge logischerweise. Das heißt, die Hälfte des Gewichts legt man hier nochmal drauf, um im Prinzip genau den gleichen Effekt zu bekommen. Ob sich das lohnt? Naja, das kommt darauf an, wie viel Geld man in die Hand nimmt, denn die kosten in der Regel so um die 85 Euro, die leichteren, und die kriegt man schon für 60 bis 65 Euro, bei gleicher Länge, logischerweise. Naja, also wieder mehr Geld, weniger Gewicht. Bei den Expressschlingen wird es ganz, ganz spannend, denn die sind ja eigentlich beide wieder sehr leicht, so ein bisschen wie die Eisschrauben. Eigentlich ist ja nichts dran an den Dingern, aber wir brauchen manchmal ja auch vielleicht ein paar mehr, wenn wir ein bisschen kombiniertere Touren gehen wollen, brauchen wir vielleicht mal 4 oder 5 Expressschlingen, um uns vernünftig abzusichern. Die Frage ist jetzt nun, wie viel wiegen die und was für ein Unterschied liegt eigentlich zwischen leichten Expressschlingen und schweren Expressschlingen? Gut, die ist jetzt hier ein bisschen länger, aber wenn wir es auf die gleiche Länge runterrechnen würden, dann kommen wir bei den leichten, ultraleichten Expressschlingen, also mit Drahtschnapper und super schmal gehaltenen Karabinern und einer ganz, ganz dünnen Dyneema-Bandschlinge dazwischen, auf nur 70 Gramm. Bei denen hier kommen wir schon auf 110 Gramm. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, 40 Gramm Unterschied? Im Ernst? Naja, wenn man das jetzt mal 5 rechnen würde, dann sind wir hier schon bei 200 Gramm Unterschied, wenn wir 5 Expressschlingen mitnehmen müssen und einmal hiervon 5 oder einmal hiervon 5 nehmen. Aber auch im Preis macht sich das bemerkbar. Denn die hier kosten 25 Euro pro Stück und die hier kosten nur 15. Das heißt, wir haben 50 Euro gespart, während wir 200 Gramm mehr mit uns herumtragen müssen. Ob es das wert ist? Naja, das klärt wie immer ihr für euch. Und wahrscheinlich werdet ihr euch jetzt denken, ja, aber Sebastian, hier, Mr. Alpen Academy und so. Einen Logikfehler hast du. Bei den Pickeln stimmt das nicht. Und das ist absolut richtig. Es stimmt überall außer bei den Pickeln. Denn Pickel, die halten sich tatsächlich an die Tatsache, dass wenn weniger Material gebraucht wird, sie in der Regel auch günstiger und leichter zugleich sind. Zum Beispiel kostet der Glacier Light von Petzl gerade mal 70 Euro, während andere Pickel, die deutlich schwerer sind, vielleicht 120 oder 130 Euro kosten. Und ganz ad absurdum wird diese ganze Logik natürlich geführt, wenn man sich Eisgeräte anschaut, denn die wiegen ordentlich was und die kosten über 200 Euro.
Die Sache ist, dass es bei Eisgeräten und ja, Eispickeln nicht ganz so funktioniert. Das liegt einfach daran, weil wir für Robustheit und für das stärkere Material und für die ja, intensiveren Anwendungszwecke eben auch dementsprechend bezahlen. Aber trotzdem muss natürlich auch irgendwo das Material das Ganze aushalten und dementsprechend liegen wir dann hier natürlich bei mehr Gewicht, aber auch einem höheren Preis, weil wir hier höherwertige Materialien verbaut haben. Aber nur weil eine Ausnahme gilt, lasse ich nicht locker. Ich beweise euch, dass die Logik trotzdem weiterhin hält, nämlich bei den Steigeisen. Hier habe ich jetzt mal keine repräsentativen Modelle, aber ein kleiner Luftvergleich für euch. Wir haben hier einmal die Light-Steigeisen, das sind die Petzl Leopard, die wiegen 330 Gramm. Das sind Alu-Steigeisen, super leicht, nur mit Rebschnur verbunden und bringen so einige Nachteile mit sich, die man bedenken muss, wenn man mit so ultraleichten Steigeisen unterwegs ist. Aber dazu sage ich gleich nochmal was. Auf der anderen Seite, hier, da sehen wir klassische Steigeisen, die wiegen 730 Gramm. Der Preisunterschied satte 40 Euro. Nämlich 40 Euro zahlen wir hier weniger für mehr Gewicht. Also wir bleiben bei dieser Logik. Das heißt, wir hier wieder, je weniger Gewicht wir haben, desto mehr müssen wir letztlich dafür bezahlen, um eben ultra light unterwegs zu sein. Das heißt, bei den Steigeisen lässt sich viel, sehr viel Gewicht sparen, wie man sieht, aber man muss es eben auch bezahlen. Hier haben wir jetzt ein weiteres Beispiel, die HMS-Karabiner. Wir haben hier zwei HMS-Karabiner, die sehr ähnliche Größe mit sich bringen und trotzdem aber ein unterschiedliches Gewicht mitbringen. Und das ist, naja, wieder irgendwas, worüber man sich ja, nicht so wirklich den Kopf zerbrechen muss, weil 30 Gramm unterscheiden diese beiden Karabiner voneinander. Hier haben wir 86 Gramm und hier haben wir 56 Gramm. Ja, stellt sich natürlich die Frage, ist es das wert? Naja. Der hier kostet 10 Euro, der hier kostet 15 Euro, das bedeutet, wir haben 5 Euro Differenz, wir zahlen 5 Euro mehr für 30 Gramm weniger. Heißt, lohnt sich das? Naja, wir brauchen von denen ja auch wieder mehr als nur einen. 4 bis 5 Stück auf einer Hochtour, auf einer klassischen Hochtour, sind definitiv sinnvoll. Das heißt, wir kommen auf 150 Gramm Unterschied, wenn wir 5 Stück mitnehmen, aber nur auf 25 Euro mehr, die wir drauflegen müssen, damit wir uns 5 von denen hier kaufen können. Richtig heftig wird das Ganze beim Thema Helm. Hier haben wir einmal Styropor, hier haben wir einmal Hartschale, aber im Prinzip erfüllen sie beide die gleiche Norm, also können wir auch davon sprechen, dass es hier um Helme geht. Beide können wir bei der Hochtour sehr, sehr gut gebrauchen. In der Praxis sprechen wir aber hier einmal von 160 Gramm und einmal von 370 Gramm. Das ist eine ganze Menge Unterschied. Wir reden hier fast vom Doppelten, also nein, mehr als das doppelte Gewicht für, naja, einen Helm. Aber, und das ist jetzt relativ heftig, 45 Euro zahlen wir für einen günstigen Einsteigerhelm und für den hier zahlen wir 110 Euro. Also 45 gegen 110. Also mehr als das Doppelte an Gewicht für weniger als die Hälfte des Preises. Ein letztes Thema möchte ich noch ansprechen, das meiner Meinung nach in vielen Fällen den Vogel abschießen kann. Nämlich das Thema Schuhe. Stellen wir uns einfach mal vor, wir haben auf der einen Seite den Scarpa Rebel HDS. Das ist ein ultraleichter Kategorie C Stiefel. Und damit wir das Ganze vergleichen können, nehmen wir den Trango Tech auf der anderen Seite her. Das ist auch ein ziemlich leichter Kategorie C Stiefel. In Zahlen unterscheidet die beiden aber 320 Gramm, nämlich der hier ist 320 Gramm leichter und der hier ist logischerweise 320 Gramm schwerer. Das heißt, das ist fast mehr als der Unterschied oder das ist mehr als der Unterschied zwischen den beiden Helmen. Wir sprechen hier aber auch von 90 Euro Preisunterschied zwischen den beiden. Das heißt, der leichtere ist hier wieder 90 Euro teurer. Machen wir einen Schuh draus und sprechen wir mal über die absoluten Zahlen. Wir reden hier davon, dass wir 245 Euro, wenn wir jetzt die ganzen Karabiner und Expressschlingen und Eisschrauben in einfacher Ausführung hernehmen, und das gilt natürlich dann fürs Gewicht auch, 245 Euro mehr ausgeben müssen für die exakt gleiche Ausrüstung. Diese ganze Ausrüstung, die Helme, die Karabiner, die Eisschrauben, das kann alles nicht mehr, nur weil es schwerer oder leichter ist. Es ist genau das Gleiche, es ist einfach nur leichter. Und es kostet 245 Euro mehr. Interessant wird es aber, wenn man sich das Gewicht anschaut. Rund 1,2, es ist jetzt aufgerundet, es sind 1,18, um ganz genau zu sein, rund 1,2 Kilo sparen wir, wenn wir überall die Ultra-Light-Varianten nehmen, so wie ich sie jetzt in den Beispielen aufgeführt habe. Das ist schon eine ganz schöne Ansage. 1,2 Kilogramm. Aber man darf nicht vergessen, wir sprechen hier von der leichtesten Ausführung auf der einen Seite und von der schwersten Ausführung auf der anderen Seite. Das heißt,
wir müssen uns entscheiden, also wenn wir den Mittelweg wählen, dann haben wir ein bisschen mehr Gewicht mit als die Ultraleicht-Variante, aber zahlen nur ein bisschen mehr im Preis. Aber wenn wir jetzt wirklich super ultralight unterwegs sein wollen, dann müssen wir eben die 245 Euro mehr drauflegen. Also ob man letztlich, ja, 1,2 Kilo mehr in Kauf nimmt und 245 Euro weniger bezahlt, das ist also am Ende Geschmackssache. Klar, wenn ich einfach nur gemütlich unterwegs sein will, dann greife ich lieber zu den klassischen Varianten, weil es auch nicht so schade drum ist, wenn irgendwas kaputt geht. Und vor allen Dingen bereitet es auch Schwierigkeiten im Komfort, wie zum Beispiel bei diesem Hochtourengurt, der eben eigentlich kein richtiger Klettergurt ist und dementsprechend noch nicht so bequem ist. Er hat dafür andere Vorzüge, aber das alles, ja, man muss mal eben in Kauf nehmen. Ein Video zu diesem Gurt, beziehungsweise zum Vergleich Gletschergurt und Sportklettergurt, habe ich schon mal gemacht, findet ihr oben beim i. Und ansonsten lässt sich nur sagen, dass es natürlich irgendwo Geschmackssache ist und dass Ultralight natürlich auch irgendwo seine Vorteile hat. Wenn ihr aber gemütlich unterwegs seid und einfach nur, ja, einfach entspannt Hochtouren gehen wollt und vielleicht in den Sport reinkommen wollt, dann ist Ultralight einfach nicht notwendig. Ihr könnt euch sehr viel Geld sparen. 245 Euro, macht damit was Schönes. Bucht euch einen weiteren Tag auf der Hütte oder sonst irgendwas. Genießt jedenfalls das viele Geld. Kommt hier ins schöne Innsbruck und geht was essen. Dafür werdet ihr die 245 Euro locker los. Oder ganz einfach, ihr gebt sie mir, wenn ihr meine Arbeit gut findet. Müssen keine 245 Euro sein. Ich freue mich schon über einen Kaffee. Alle Informationen dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, ihr konntet was mit anfangen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bergheil!